Die guten Gespräche auf jeden Fall. Da ging die Entscheidung relativ zügig auch und habe mir alles einmal angeguckt, hat mir sehr gut gefallen. Ich kenne Osnabrück natürlich als Gegner auch und weiß, wie brisant hier die Stimmung ist und freue mich natürlich riesig drauf, jetzt mit dem Publikum auch im Rücken zu spielen. Ja, definitiv. Ne, das ist ein reines Fußballstadion, sehr eng. Sowas macht halt dann riesig Spaß, auf dem Platz auch zu stehen. Und gerade wenn dann wieder mit Publikum gespielt werden darf, was hoffentlich bald passiert, ist das halt ein Riesenbonus. Ja, definitiv ist das Anspruch für mich, meine Erfahrung weiterzugeben, den Jungs zu helfen. Auch mit meiner Leistung denn im Training, auf dem Platz, bei den Spielen, ist das natürlich ein Grund für mich, dann auch vorwegzugehen. So. Ja, klar habe ich mich mit Dennis auch ausgetauscht darüber, hatten gute Gespräche, habe mich relativ schnell damit überzeugt. Den anderen Co-Trainer Tim Danneberg kenne ich auch, habe ich auch in Braunschweig mit zusammengespielt. Mit dem hatte ich leider keinen Kontakt vorher gehabt, aber das werden wir heute nachholen. Ja, grundsätzlich kann man sich ja immer weiterentwickeln im Fußball, da gibt es ja kein Ende, es sei denn, es ist das Karriereende, aber das habe ich noch nicht vor mir, hoffe ich. Will auf jeden Fall noch sehr lange aktiv spielen, solange es der Körper mitmacht. Und ich versuche natürlich halt, meine Stärken hier einzubringen. Ich komme über die Dynamik, über viele tiefe Läufe, aber auch über mein Positionsspiel halt der Kette hinten Stabilität zu geben. Und das versuche ich hier alles einzubringen. Ich denke, ich habe auch einige Tore schon als Verteidiger geschossen. Das ist natürlich auch wieder ein Ziel, halt mich damit ja, der Mannschaft zu helfen und versuche halt mich bestmöglich hin einzubringen.